kommen noch mehr! Schon wieder? Nein, ist nicht meine Schuld, dass sie sich so aufführen. Na komm. Du bist nicht die Einzige, die diesen Kampf bestreitet, Gamora. Deine Teammitglieder! Dann steck ihn in einen Leichensack! Problem, Lösung! Großartig. Was zum Flock, Gamora! Dann bei ihm. Sind wir noch da? Fängt euch! Wir haben schon genug zu tun, Muskelpaket! Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot! Ja! Gamora, was ist denn da los? Gamora ist sofort gebrochen. Da kommen noch mehr! Ich wünschte, wir hätten ein paar Hoverbikes gefunden. Wirf's auf sie, Großer! Hey, Quill! Willst du ein Feuerwerk sehen? Gamora. Geht's dir gut? Ging mir nie besser. Yep. Definitiv nicht gut. Gamora, warte mal, warte! Warum? Damit noch mehr Kinder im Namen von Rikers verfluchter Kirche geopfert werden? Nein! Natürlich nicht, nur... Nur was, Peter? Ich weiß auch nicht. Nur systematisch und durchatmen. Jede Minute, die wir vergeuden. Wir haben keine Zeit zum Durchatmen. Ich weiß, Raker weckt schlimme Erinnerungen in dir. Es geht hier nicht um Thanos. Es geht hier um Nikki und was Männer wie Raker und Thanos mit Mädchen wie ihn machen. Oder mit mir. Oder meiner Schwester. Wir brauchen dich. Hätte ich doch bloß besser Acht gegeben auf Nebula, dann wäre sie vielleicht... Wäre sie vielleicht nicht tot? Wow, was? Nebula ist tot? Wie? Ich meine, wer war's? Ich möchte ihm seine blutbesudelte Hand schütteln. Ich war's. Du hast deine Schwester getötet? Sie hast du also im Versprechen der Matriarchin gesehen. So habe ich die Lüge erkannt. Die Nebula, die ich kannte, wurde verwandelt in ein hasserfülltes, rachsüchtiges Monsterwesen. Eins, das immer weitergemacht hätte, nur ich konnte es aufhalten. Also tat ich es. Dass ich das überlebe, war nicht vorgesehen. Wieso hast du denn nie etwas gesagt? Weil es kein guter Gesprächsanfang ist. Hi, ich bin Gamora, ich habe meine Schwester gekillt. Werden wir Freunde? Nein, werden wir nicht. Wer will schon einen Monster zum Freund? Oder in seinem Team haben? Einem Team, in dem ich mich seltsam wohlfühle. Trotz allem, was war. Naja, ich hasse Nebula, also wenn's nach mir geht.
Was denn? Ich sag ja nur, das ändert nichts. Genau genommen ändert das alles. Die todbringendste Frau der Galaxie gibt geradezu, dass sie uns liebt. Tu ich nicht. Doch, tust du. Du hast gesagt, du liebst uns nach dem Teil mit dem Mord. Ich sagte, ich fühle mich wohl bei euch. Auf K'Tath ist das die Definition von Liebe. Gern haben. Ich hab euch gern. Können wir jetzt weitermachen? Einverstanden. Noch mehr Zuneigung und ich muss reiern. Na dann, auf geht's. Wir akzeptieren dich, Gamora San Hubery. Dann sind wir jetzt wohl verheiratet. Das halte ich echt nicht aus. So, wir haben alle mal tief durchgeatmet. Wie wär's, wenn wir jetzt einem gestörten Guru in den Hintern treten? Ja. Yeah. Da kommt Verstärkung. Mega-Fähigkeit freigeschaltet. Hinkarren. Nachdem Gamora die Wahrheit über Nebula erfahren und eine Familie gefunden hat, die sie nimmt, wie sie ist, hält sie sich nicht länger zurück. Die höflichste Frau der Galaxie trifft jetzt ein Einzelziel mit mehreren Schlägen und verursacht super hohen Schaden. Dann zeig's mal. Gamora, erledige sie! Oh je. Ach du Scheiße. Zeig uns dein Schwert! Spürst du das? Na komm. Rocket, ist sichern und los! Drag, zerstör! Na komm, und jetzt. Warlocks Aufmerksamkeit! Hoffentlich sorgt Warlock irgendwo für Ablenkung! Mach sie fertig, Drag! Keine Gnade! Fühlt sich an, als würde ich schon Stunden auf diesem großen Bock schießen. Das Ding ist zäh. Wir müssen heute komm. Na komm, das kriegen wir schon irgendwie. Raker weiß nicht, was ihn erwartet. Ich sorge dafür, dass er an seinen Lügen erstickt. Das soll nicht so sein, Treffer. Oh nein, die nächste Balken. Ich wünschte, wir hätten einen dieser Glaubenswagen. Leute, Gruppe bilden! Jetzt. Ich bin Groot. Ich weiß, als würden sie wollen, dass ich sie hochjage. Und ich muss zugeben, immer wenn sie zerplatzen, gibt's ein wirklich hübsches Muster. Wir können heute nicht verlieren, Quill! Das tue ich und ich sehe das Kusalitinismus. Jetzt malen wir das Schlachtfeld, Rocket. In unzähligen Schattierungen. Aber wenn wir zu aufgeregt sind, dann wird dieses Fest der Liebe, diese prächtige Euphorie, mit einem Mal verschwinden. Wer ist dabei? Heute bin ich der Zerstörer! Zeit für eine... Na toll, und... Mach dein Ding, Gamora! Messer ist besser! Raker weiß nicht, was ihn erwartet! Ich kann's kaum erwarten, ihm das Gold von der Nase zu ballern! Zerhang sie! Komm, drauf da! Zeig aus! Tu ihm weh! Wir können doch verletzen, oder? Wenn ich dir einen Drink spendiere, sagst du uns dann, wie es passiert ist? Das ist deine Chance, Gamora! Es wird mir Spaß machen! Alles für Drogen sind das so viele! Weil sie ganze Welten konvertiert haben! Alle auf einmal! Finde sie fest, Crew! Wenn wir Raker finden, kriege ich ihn zuerst! Kein Problem! Und zack! Woher haben die so viele Schläge? Wir haben Zugriff auf den Cortex! Wer weiß, wie viel Verstärkung sie herbringen können! Wir müssen ihn abschalten. Gehen wir zur Brücke. Kosmos Turm ist der schnellste Weg. Ja, wo dann hin?
Wir sollten vorbereitet sein für den Fall, dass der große Einiger kommt. Ich bin bestens vorbereitet. Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Ich hoffe, hier geht's lang. Okay, offensichtlich nicht. Weißt du, ich habe es immer gehasst, wenn mich dieser Kosmos-Scheinwerfer angeleuchtet hat. Jetzt vermisse ich ihn irgendwie. Ich wusste gar nicht, dass du so sentimental bist. Fast zu ertrinken kann einen verändern. So. Das ist zu breit. Vielleicht können wir es überbrücken. Wir reden immer von Brücken und es klingt allmählich wie ein ausgedachtes Wort. Alle Wörter sind ausgedacht. Hast du das Kind in dem Ritualding gesehen? Die Lücke ist zu groß zum Springen. Nicht schlecht. Du musst einen Weg finden, uns rüberzubringen. Ja. Die könnte lang genug für eine Brücke sein. Außer sie zerbröselt, wenn sie umfällt. Ich könnte die Säule umstoßen. Gute also, Idee. Gamora? Ich bin gut. Wie kann ich das interessant? Drax? Ich hab mich schon drauf gefreut, mal wieder was umzustoßen. Und rüber hier. Echt jetzt? Ein Glaubenskraftfeld. Wenn wir die Energiequelle finden, müssten wir es abschalten können. Dann sehen wir uns mal um. Hier zum Beispiel. Tja. Du musst die Energie abschalten, Quill. Richte Abschnitt in Strukturgenerator entfernt werden. Ah, dann machen wir mit dem Elektro-Dings. Oder mit Eis. Kannst du nicht irgendwie die Energie abschalten? Falls dein Oberkörper nicht kräftig genug ist, hält vielleicht deine Zauberwaffen weiter. Ja, los. Welche davon? Bevor Raker auftaucht. Okay, direkt voraus. Hauen wir rein. Jetzt ist keine Zeit. Ich wollte gerade sagen, das kann doch nur schief gehen. Wächter der Galaxie. Da kommt er, ja. Die Matriarchin hat nun beschlossen, die Erfüllung einzuleiten von diesem Ort aus. Und ihr werdet sie nicht aufhalten. Gar nichts hat sie beschlossen. Du hast sie von Anfang an manipuliert. Sie ist das Licht. Und ich bin lediglich ihr Diener. Nicht leicht zu leuchten, wenn man so ein finsteres Monsterding in sich trägt. Blasphemie! Ihr mögt euch ihrem Versprechen verwehrt haben. Aber ihr werdet glauben, wenn es euch wieder zurückholt aus den kalten Klauen des Todes. Gerade in der richtigen Richtung. Zur richtigen Zeit. Kurz vor knapp. Dein Gram führte dich an einen gefährlichen Abgrund, alter Gefährte. Nein. Das kann nicht sein. Ich sah dich sterben.
Die Form ist flüchtig. Doch was zugrunde liegt, wird ewig. Entsage dieser starrköpfigen Sinnlosigkeit, bevor sie Zerstörerisches zeitigt. Zerstörerisch? Das dachte ich mir nicht so leicht, dass es die Schlange gibt. Ups. Warum Rockets? Das wäre zu leicht gewesen. Okay, nehmen an, Goldie hat den Sprung überlebt. Ich schwöre, wenn Warlock mich tötet, bevor ich Gelegenheit dazu hatte. Oh, hier ist der große. Lasst euch nicht von den Verbessern treffen. Den nächsten Boost will ich. Schlag die zusammen. Hör deinen Schöpfer. Rocket, volles Programm! Achtet darauf, dass ihr nicht runterfallt! Und du achtet darauf, dass dich die Scharfschützen nicht erwischen! Damit der Robe macht die anderen schwerer verwundbar! Erledigen wir den Narren, damit er keine Leckerlis mehr verteilt! Da links! Verflagge Hettenschützen, das Feiglinge! Wir müssen die Distanz verkürzen! Da ist doch wieder... Zeit! Und jetzt! Und weg hier! Wir müssen zu diesem Aufzug. Wenigstens bieten die Dächer ein wenig Deckung. Wir brauchen unser Nordhause, Groot. Das wird klappen. Wir kommen mit Boxsprüngen zurück auf die Brücke. Boxsprünge? Das ist... Folgt mir einfach. Was jetzt, Peter Quill? Werfen, Drax. Okay, nein. Ja. Einarmige kämpft immer noch. Hoffentlich war das ganze Gottgerede nicht bloß Angeberei. Oh, nicht gut. Wir sitzen doch gar nicht. Er meint, wir können hier nicht bleiben. Damit sind wir uns einig. Ich bin bereit. Ich brauche nur eine Lücke. Gamora, gib der Kartmann. Gute Idee. Wenn du da drüben noch mehr Hexenschützen findest, lass mir einen übrig. Ich kann nichts versprechen. Oh je. Rüber hier. So viele Dreckswinkel, die abgedeckt werden müssen. Na komm. Geh hin. Na, weil du ein großes Ziel bist. Bolzen los, Rocket! Sie kommen was. Zeig sie, Groot! Ihr nähert uns dem Korb des Hundes! Dann haben wir fast die Hälfte geschafft! Bleib von den Kanten weg! Ich werde sie in den Tod stoßen! Mach sie fertig, Gamora! Mach dein Ding, Drax! Rocket! Sprengung! Mist! Jetzt ist es das Nova-Korps. Nach dieser Sache müssen sie jede Menge neue Leute rekrutieren. Ach du Scheiß. Nicht der runterfallen. Wir unseren Schlachten hier berichten. Der was bitte? Bin schon dabei. Nur einmal will ich diese Brücke ohne Zwischenfall überqueren können. Dafür kannst du dich bei Goldie bedanken. Warlock hat uns vor dem sicheren Tode bewahrt. Ach du Scheiße. Na, ich hab keine Angst vor Raker und seiner kleinen Gleitshow. Achtet darauf, dass ihr nicht runterfallt! Und du achtet darauf, dass diese Scharfschützen nicht erwischen! Die Bomben sind immer noch die besten. Cool, erledigt jetzt eure Bullen! Musik in meinen Ohren! Der Flugtyp weicht meinen Schüssen aus! Vergleich gibt's Schnittchen! Ich sitze hier, ein bisschen fest. Immerhin haben wir jetzt eine faire Chance. Na komm. Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlebt. Ich schwöre, wenn Warlock Raker tötet, bevor ich Gelegenheit dazu habe. Na komm.
Wo ist er? Sobald er unten ist, kriegst du deine Chance, Drax. Na dann. Na, weil du ein großes Ziel hast. Das ist so. Der lebt noch. Da gab es auf der Erde diesen großartigen Song. Wohin? Sie bewegen sich ständig. Wir müssen eine Notlandung für ihn einleiten. Leute, jetzt! In Ordnung! Ja, ging aus der Luft. Ha! Der Flugmann wurde zu Boden gezwungen. Auf die Spitze getrieben! Hochjagd, Rocket! Bleib von den Kanten weg! Ich muss nah ran, um drüber zu kommen! Seht ihr, wir brauchen Goldjunges Hilfe nicht! Hast du deshalb auf ihn geschossen? Sehr gut. Oh ja, das war super! Voll in den Hintern! Habt ihr seinen Gesichtsausdruck gesehen? Ich höre ihn förmlich. Oh, mein güldenes Gesäß. Hoheitliches Hinterteil. Sein perfekter Po, seine brillanten Backen. Das ist so keine gute Idee. Ach. So viele Dreckswinkel, die abgedeckt werden. Ach du Schande. Immerhin haben die zu knapp. Na, weil du ein großes Ziel bist. Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlebt. Ich schwöre, wenn Warlock Ranger kündigt, wo ich Gelegenheit dazu hatte. Sie zu besiegen, bevor sie dich besiegen! Große Probleme verlangen nach großen Lösungen! Danke, Drax! Ja, ich brauch mal ein bisschen Schild oder so. Wie viele sind das? Das wäre ganz nowhere aufgetaucht. Solange sie hier sind, können sie nicht weitermachen mit der... Wie immer sie sind! Der Erwartung! Das war nicht der Dame! Mir gefällt er besser! Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt! Danke, Kumpel! Ich mach hoffentlich Protest mit diesen irren Kultisten! Durchgeknallte Ehre! Ich soll hier mal raus. Und drauf, Crack! Über Dächer rennen und ballern, das macht richtig Spaß! Wenn es nicht so viele wären, würde ich dir ja zustimmen. Mach Aufschnitt aus ihnen! In Stücke gestellt von den Tanzen weg! Ich werde sie in den Tod stoßen! Ich bin Groot! Groot hat gerade einen Hirngewaschen in das Hirn gewaschen! Hackfleisch, Gamora! Der Rhapsode wird von unseren Schlachten hier berichten! Oh Mann! Da gab es auf der Erde diesen großartigen Song! Rhapsode, kann ich jetzt erst. Kleingehacktes Gemist! Jetzt ist es das Nova-Korps! Die sind nicht mehr vom Nova-Korps, Peter! So viele Dreckswinkel, die abgedeckt werden müssen! Da geht er doch. Endlich! Ich glaube, sie geben auf! Gerade rechtzeitig, denn wir gehen nicht auf diese Brücke zurück! Ich weiß, wo wir sind. In der Nähe ist eine Straße, die von der Hauptbrücke zu Cosmo führt. Wo? Sie müsste, genau unter uns sein. Nein, dann runter mit uns. Hoffentlich tötet Warlock Raker nicht, bevor ich da bin. Ich würde zu gerne das Innenleben des Zauberers nach außen drehen. Wir müssen auf die andere Seite von diesem Ding. Drüber kommen wir nicht. Wie wär's mit runter? Was ist an Goldie eigentlich so besonders? Okay, er ist stark. Aber was nützt Stärke gegen übertriebene, gnadenlose Feuerkraft? Kannst du einen stürmischen Ozean mit deinen Kugeln auf... Drax, Kumpel, mach ein Loch. Das
ist ein Weg nach unten. Der beste. Ist sicher nervig, wenn du als himmlischer Kopf... Seht mal, sie kämpfen immer noch. Wenigstens scheint unser Mann zu gewinnen. Vielleicht sollten wir das Schiff rufen, damit es uns zu unserem Ziel bringt. Sie würden uns niemals in der Nähe der großen Party landen lassen. Es ist besser, wir kämpfen uns dorthin durch. In der Tat. Ich stehe ihnen auch lieber mit meinen Klingen gegenüber. Ah, natürlich. Sieht jemand einen Weg darüber? Ba-ba-ba-boom, Baby! Wir machen heute aber wirklich viel Werbung kaputt. Wer braucht schon eine Erinnerung daran, sich Kallax-Creme zu kaufen? Ist mal gut. Die Schlacht muss gewaltig gewesen sein. Ist denn hier irgendwas noch statisch stabil? Ich habe das Gefühl, dass es das nie war. Ja, das gehört zum Charme von Nowhere. Das kann doch nur ein verflagter Witz sein. Groot kennt nicht zufällig noch einen anderen Weg. Wenn ich auf die andere Seite käme, könnte ich das Ding hacken und die Brücke runterlassen. Wenn du auf die andere Seite kämst, kämen wir auch auf die andere Seite und es wäre egal. Wirf mich. Wirf mich. Sag Muskelpaket, er soll mich rüberschleudern. Soll das ein Witz sein? Nach dem Aufstand vom letzten Mal? Es ist nicht wie beim letzten Mal. Ihr alle, ich vertraue euch, Leute. Überlass das mir! Wow. Zum Glück war das nicht. Du bist ein wertvolles Mitglied des Teams. Kein Werkzeug, das man wirft. Das Ritual macht mir Sorgen. Und was wirklich passiert, wenn wir es nicht stoppen können? Tote kommen jedenfalls nicht zurück, die Händchen halten und mit dem Schwanz wedeln. So viel steht. Wir müssen uns darum nicht sorgen. Ich weiß, dass ich zu Nikki durchdringen kann. Das alles ist Drakers Werk, nicht ihres. Ich werde sie auch nicht aufgeben. Ich auch nicht. Ja, und das große Einhorn auch nicht. Der wird es bereuen. Wie blöd sind diese Flaknasen, dass sie auf diesen Erflagungsschrott reinfallen? Der Magus verlangt Schmeichelei, täuscht dich mit Illusionen und nährt sich von deiner Seele. Das habe ich in meinem Versprechen auch gespürt. Diesen endlosen Hunger. Oh ja. Hunger ist noch untertrieben. Heiliger Glaube! Das viele Licht führt gar nicht zum Cortex. Es ist der Cortex! Wie konnte der Köter das zulassen? Das kannst du ihn wohl ach, selbst du Schande. Das wird kein gutes Ende nehmen. Cosmo! Wir müssen da runter! Gib ihn doch nicht auf! Wir haben schon eine Situation gemeistert. Nein, Hundi, nein. Von meinem Ort! Entsichern, Leute! Diese Angriffsorte haben keine Chance! Ah. Zwei von denen. Oh, scheiße. So, irgendwie... Wie schnell mal irgendwie Deckung. Spar dir deine netten Worte für später, Quill. Ich dachte, ich wäre erledigt, Mann. Mann, dieser Riesenroboter kann wirklich viel einstecken. Konzentrieren wir uns darauf, ihn runterzuholen. Das ist eine historische Schlacht. Letzte Gefecht von Nowhere! Dafür werden die Statuen von uns aufstellen! Ey, den hast du doch schon fast. Genau! Man sprach nicht mit Nowhere, ihr Mistlöcher! Mach keinen heraus! Ich will sie mit Gott! Na komm. Den haben wir. Zeugt ihn! Jungs, was machen wir mit dem großen Bot? Ich hatte auch nicht damit gerechnet. Na komm, Großer. Beschäftige sie, Groot! Ja. Warum schreit er uns nicht ihren Geist an? Ich glaube nicht, dass er noch da drin ist. Diese Flachnase saugt meine Schüsse förmlich auf. Ich muss hier gerade mal... Ach du Scheiße. We'll be right back.
from above.